So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind schon wieder hier beim Marstall Meiningen. Das ist irgendwie hier dieses Gebäude hinter mir, was so wirklich ein richtiger Pferdestall auch ist. Steht ja auch dran, dass man die Pferde nicht füttern darf und soll. Und da hinten ist ein Misthaufen, perfekt. Wir machen es heute ganz kurz und knackig und zwar war Raid-Boss-Wechsel. Kyurem ist in den Raids, aber gleichzeitig gibt es auch wieder einen neuen Mega-Raid-Boss, Mega-Rex. Blizzard ist auch in den Raids. Wir stehen jetzt schon hier bereit. Wir sind eben frisch angekommen. Es ist schon 10.05 Uhr. Ich muss einladen. Wen muss ich einladen? Ich gucke mal kurz auf Telegram, in die Telegram-Raid-Gruppe und sag euch, wen wir einladen müssen. Wenn irgendwann das Spiel sich mal aktualisieren würde. So, jetzt gehen wir bis runter. Hier habe ich den nämlich wieder gepostet in der Telegram-Raid-Gruppe, wo ich täglich meinen Raid poste. Mega Rex Blizzard. Wir haben Blood and Tears, Shenaya, den Johannes. Wir haben den Zwegodat, wir haben Miku, wir haben Creeper, Schnibitzer, Matze, Linus. Die sind alle dabei. Die habe ich mir hier eingespeichert. Wir gehen jetzt hier auf den Raid, werden auch gleich noch was zu dem Raid-Boss sagen. Na? Na? So, ich bin da. Ich gehe drauf. Ich hoffe, die kriegen das mit. Ich gehe schon mal rein. Es ist ja 10.05 Uhr. Da war der angesetzt. Gut, es ist 10.06 Uhr. Wir wollen aber nicht kleinlich sein. Laden jetzt die Leute ein. Ich habe mir die ja eingespeichert. Hallo. Die Freundschaftsliste lädt nicht. Das ist sehr gut. Das heißt, ich gehe wieder raus. Mit dem gehe ich auch raus. Sandra, geh mal bitte kurz raus. Ich verstehe es nicht. Dann probieren wir es jetzt nochmal über private Gruppe. Und wenn wir jetzt auf Einladen gehen, jetzt geht's mit Einladen, pass auf, dann drücke ich jetzt die Leute an, die ich einlade. Creeper fehlt noch. Mach die Gruppe jetzt direkt schon auf. Und weil sie jetzt öffentlich ist, müsste ich ja mit dem anderen, wenn ich öffentlich reingehe, da auch mit reinkommen. Die anderen haben gemerkt, ach, da gibt es Probleme, sind auch rausgegangen, sind jetzt aber dann wieder rein. Und ich muss nur noch den Creeper einladen. Ich kann ja mal gucken, vielleicht ist der Creeper... Der Creeper ist sogar auf dem anderen Handy mit dabei. In der Raid-Gruppe schreibe ich jetzt trotzdem hier nochmal rein. Go. So. Dann gehe ich hier wieder raus. Und wenn hier der Creeper einladbar ist, werde ich den Creeper hier trotzdem auch nochmal einladen. So, nochmal hier drauf. Der war der einzige, der übrig war. Creeper to go. Jetzt sind alle eingeladen. Perfekt. So möchte ich es doch haben. So, das ist Mega Rex Blizzard. Oder auch bekannt als Sandras Mutter, weil immer wenn die rauskommt wegen den Einkäufen, da hat die immer so eine riesen, weiße, wuchtige Jacke an. Und ich sage immer, guck mal, ein wildes Rex Blizzard, das ist schon der Running Gag geworden. Gerade wenn es kälter ist, sehen wir immer das Rex Blizzard auf uns zulaufen. Das ist immer sehr lustig. Rex Blizzard ist vom Typ Eis, da ist also Feuer gut. Rex Blizzard ist aber auch vom Typ Pflanze, da ist ebenso Feuer gut. Das seht ihr hier auch bei den Encountern. Ich habe hier Henry Nicky, ich habe Blondbart Zock, ich habe Hannes Black, ich habe nochmal Henry Nicky. Also wir haben eine Flampivian-Armee, eine Feuer-Armee. Da ich ja nicht so mit legendären Pokémon hier auf dem Free-to-Play-Account spiele, sonst würde ich euch vielleicht Rishiram ans Herz legen, Mega Glurak und so Sachen. Aber Mega Glurak kann ich noch nicht entwickeln. Der war noch nicht wieder da. Nehmt man Sachen, die in Events vielleicht da sind, die man alternativ als Angreifer nutzen kann. Für mich ist mein bester Feuerangreifer, den ich auch vom Design her irgendwie cool finde, eben Flampivian. Da ist auch ein Hundemon drin. Das Hundemon könnte ich mega entwickeln, mache ich aber nicht. Ich tue abends einmal alle Mega-Entwicklungen durchentwickeln für die Medaille. Ansonsten müsste Mega Rex Blizzard richtig gut machbar sein. Dürfte auch wieder 225 Energie abwerfen bei uns und ich kann dann mein allererstes Mega Rex Blizzard selber entwickeln. Mir reicht das auch. Früher hätte man hier 3, 4, 5 Raids gemacht, ein bisschen Mega-Energie gesammelt. Beim Free-to-Play verschwende ich nur einen einzigen Raid-Pass an den Mega-Raid, damit ich es einmalig entwickeln kann. Und wenn er dann alle paar Tage kostenlos entwickelbar ist, nehme ich den so auch mit. Ich habe auch, egal wie gut das aus dem Raid hier ist, selbst wenn das jetzt ein 100%iges Rex Blizzard wäre,
würde ich nicht das entwickeln. Ich würde trotzdem das entwickeln, was ich auf der Hand habe. Ich habe mir nämlich von Koronika ein Level 40er Rex Blizzard rüberschicken lassen. So, hier mal 1306. Hier mal 1325. Das hier ist also besser als das, was ich auf der Hand habe. Ach, das ist besser als das vom zweiten Account, meine ich. Der Habanero hat ein besseres als der Samyang Bulldog. So. Es ist, wenn du immer bis auf dem Weg dahin, dann siehst du Raid, postest den schnell, hetzt dahin, alles, der Kopf ist immer Matsch. Das ist richtig cool, das ist einfach fabelhaft. Das kann man auch gut fangen. Das geht nämlich auch nicht nach links und rechts und hüpft nicht hoch. Das greift zwischendurch mal an. Und das Rex Blizzard von Koronika ist ein Level 40er. Das hat viel bessere IV. Das ist ein dreisterniges. Aber hier müsste ich jetzt so viel Bonbons ausgeben. Ich müsste Staub ausgeben. Das möchte ich alles nicht. Auf dem Free-to-Play spiele ich anders. Deswegen gehe ich jetzt hier raus. Such mal Rex Blizzard. Dann seht ihr genau, ich habe das mit 1300, da ist der Bogen bei 3 Viertel. Und ich habe das mit 2214, das heißt Koronika, weil Koronika mir das getauscht hat. Und damit sie es nicht umsonst getauscht hat, werde ich bei dem die Mega-Entwicklung durchführen. Auf dem Free-to-Play sind mir die IV nicht so wichtig. Shinies sind nicht so wichtig, IV sind nicht so wichtig. Das nimmt man alles mit für Thumbnail fertig. Das ist meine fertig entwickelte Koronika mit 3233. Ich kann ja Pupsi mal kurz fragen, was sie hatte. Wir haben jetzt hier 1306 gehabt. Hier die Türchen aufmachen. Wie viel hatte deins? Was meinst du? Kein Shiny? So. Da liegt die Wurst und schläft. So, das müssen wir noch mal zeigen, das ist wichtig. Ah, verdammt, jetzt ist er bestimmt aufgewacht. Damit ihr auch mal seht, wie das immer so vor Ort auch ein bisschen ist. Also das war es jetzt von meiner Seite aus. Dankeschön an alle, die dabei waren. Das war wirklich sehr spontan, sehr kurzfristig wieder mal. One-Take-Video kennt man ja gar nicht. Wir gehen jetzt noch einkaufen und oh, die nächsten Tage werden brutal. Ich habe ja noch die Forschung von Tode Oma. Ich habe noch die Forschung von Dully Squad. Wahrscheinlich wird es Raider Mittwoch diese Woche nicht geben. Also wir machen das am Mittwoch und die anderen Sachen Donnerstag und Freitag. Oder wir machen, ich habe keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen. Mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr Shiny Rex Blizzard? Habt ihr einen Mega Rex Blizzard? Wie gut ist euer Mega Rex Blizzard? Habt ihr aus dem Raid was bekommen? Ein 100er, ein Shiny, sonst was. Kann ja immer mal passieren. Gestern gab es auch Kyurem Shiny im zweiten Raid, den ich gemacht habe. Hat mich gefreut, denn das Shiny finde ich cool. Das würde ich sogar behalten. Ich will sowieso von jedem Legendären ein einzelnes Exemplar behalten. Da werde ich von Kyurem genau dieses Shiny behalten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.